Mein Frühstück heute vom Dreibrückenlauf. Guten Morgen. Ich habe einmal das leckere Müsli, ein Lavitar-Getränk, Orangensaft mit Chiasamen, ein Ei, eine Banane und dunkle Schokolade. Damit kann heute nicht schief gehen. Und jetzt fahre ich dann gleich los, wenn ich das gegessen habe. Regen tropfen, es sind Worte, die dich fassen. Der Bass boxt aus den Boxen an. Es ist wie wenn du einsam auf der Straße stehst. Und dann willst du um die Ecke, kommt dich einfach von der Straße fliegen. Tam, hasta la vista. Wir sind wie Naturgewalten. Deine Zeit läuft ab, wir können einfach deine Ruhe enthalten. Forever Hip-Hop, boom. Und wir schicken dich mit Tokio und dein Glückchen und zu. Ja, heute ist Wettkampftag in Bonn, der Dreibrückenlauf. Ich bin auf dem Weg dorthin. Wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr. Um 9.40 Uhr fällt mein Startschuss für die 15 Kilometer. Ich freue mich drauf. So, noch 40 Minuten bis zum Start. Nochmal schnell eine Banane. Und dann geht's los. Ist arschkalt heute übrigens. Naja. Start, Dreibrückenlauf. Jetzt geht's los. So, langsam hat man ein bisschen Platz zu laufen. Anfang war es ein bisschen schwer. Das Gewüsel-Wusel. Jetzt geht es einigermaßen. Renntempo auch fast gefunden jetzt. So weiter. So, nach knapp 4 Kilometern haben wir die erste Brücke überquert. Mein Schnitt ist 5,07. Also läuft. Ich bin ganz gut in meinem Renntempo. Ich muss mich nur ab und zu mal bremsen, weil das für mich ja hier eher Vorbereitung für den Marathon sein soll nächste Woche. Und dann darf ich halt nicht so schnell laufen. Ich will ja mein Renntempo finden. Das läuft ganz gut. Erste Verpflegungsstation. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, die ich jetzt nochmal hier vom Marathon mache, weil das beim Wettkampf doch was anderes. Man muss sich ständig bremsen. Bin aber ganz gut dabei vom Tempo her. So weiter und dann bin ich zufrieden, ist alles gut. Es waren jetzt hier zwei kleine Brücken, ich glaube, die sehen nicht so richtig. So, das Wasser direkt mal wieder rausgepinkelt. So muss das sein. Noch ein Erfahrungswert mehr. Ich brauche fürs Pinkeln ungefähr 25 Sekunden. Kann man mit rechnen. Ist echt schön hier in den Rheinauen. Können wir erst öfter mal laufen gehen. Die Hälfte ist rum, 7,5 Kilometer, Durchschnittspace von 5,04, etwas zu schnell für das Marathon-Wettkampftempo, aber ich kann es ganz gut kontrollieren. Puls ist im Schnitt bei 169, das ist etwas zu hoch, liegt vermutlich daran, dass die Erkältung doch noch nicht ganz weg ist. Aber morgen oder übermorgen spätestens ist sie komplett weg und dann läuft die Sache. Ich bin sehr optimistisch. So, die zweite Brücke steht an. Bei Kilometer 11 allein. So, ich bin jetzt 12 Kilometer im Renntempo gelaufen, hat eine Durchschnittspace von 5,06, also ein Tick zu schnell, okay. Aber passt, ich merke, dass ich das Tempo gut kontrollieren kann. Puls ist leider etwas hoch, schiebe ich aber ein bisschen auf die zurückliegende Erkältung. 168 im Schnitt. So, und die letzten 3 Kilometer muss ich mir jetzt leider gönnen,
so zu laufen, wie ich kann. Deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Da hinten ist das Ziel. Geschafft. Mhm. 13,55. Sehr zufrieden. Ein Durchschnitt von 5,00. Okay. Also bis zu Kilometer 12 habe ich das Rennpace eingehalten, was ich beim Marathon nächste Woche laufen will. Wobei ich war ein Ticken zu schnell, aber alles okay. Und danach habe ich nochmal Gas gegeben. Und noch eine Sache habe ich gelernt heute. Das Outfit ist perfekt. Genauso ziehe ich mich beim Marathon auch wieder an. Vor allem Bollwerk-Shirt. In diesem Sinne. Ach ja, und Grüße gehen raus an alle vom Bollwerk-Team. Die Hälfte ist leider krank. Werdet gesund bis nächste Woche und dann rocken wir das. Alles klar.